Orientierung muss sein. Der letzte Beitrag ist von der Familie Ebert. Ich bitte euch, auf die Bühne zu kommen. Sie werden uns gesanglich nochmals einen Abschluss geben mit einem Gospel. Als Gospelchor, gell, tretet ihr auf. Du hast den Text gemacht und das Lied, alles. Und da passt jetzt noch Sänger dazu, gell? Den Text hat die Bethany in Englisch gemacht. Ja. Also die hat mir dabei geholfen, den Psalm 18. Das ist der Psalm 18, der uns einfach auch so wichtig wurde, gerade wenn wir solche Themen alle hören, dass uns das also nicht erschlägt, sondern dass wir da wissen, da ist eine Hand, die da drüber ist. Schön, genau. Ihr besingt sie, Ihre Gruppe, Sie sind OCG-Sänger, das wieder ein anderer Teil. Es ist das, wenn man all diese Dinge hört, es erinnert mich so, die Gospel, das waren ja die Schwarzen, die gesungen haben, die hatten einen Schrei unter aller Unterdrückung und sie gingen noch ein paar Stufen höher, sie haben den Schrei zu Gott hingerufen und darum habt ihr einen Gospel aus dem gemacht. Ich muss sagen, an Temperament kommt ihr, glaube ich, den Schwarzen bald nach, wenn ihr das dann seht, als ich es in der Probe gesehen habe. Es ist dieser Ruf auch an Gott selber, es ist in Englisch, wo es heißt in diesem Psalm, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ich kann auf Raubzug gehen und mit seiner Hand wird die Mächtigen zerschlagen. Es ist ein Glaubenslied, eine Proklamation, eine Stufe höher, so wie es die Gospelsänger gesagt haben. Wenn es unten nicht mehr geht, gehen wir doch eine Stufe höher. Und mit dem möchten wir gerne schließen. Bietest du deine... Ah ja, du bist zuerst ganz alleine auf der Bühne. Okay. Also, das Lied ist in Englisch. Und wer so gut Englisch kann wie ich, für den haben wir es noch in Deutsch untertitelt. You. Come on.
No one but you. Who is strange like you? No one but you. Who all knows it's true? We are good. Yeah, yeah.